Buenos dias, liebe Paleros, hier ist wieder euer Christian mit dem heutigen Padello-Video. Heute von einer etwas anderen Location. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Auf dem Paddleplatz sind wir heute nicht, sondern ziemlich nah am Meer. Wir befinden uns gerade im Robinson Club Ira Petra auf Kreta. Wunderschöner Club. Und sind hier für ein Trainingscamp und werden euch mal so ein bisschen durch den Club führen, ein, zwei Spots zeigen, ein, zwei Einblicke auch vom Training zeigen und euch den Club ein bisschen näher bringen. Aber ich bin nicht alleine hier und darf das gute Wetter und die schöne Location genießen, sondern ich habe auch noch Frankie de Vries, den Teammanager der deutschen Paddelnationalmannschaft, dabei. Frankie, was sind denn so deine Lieblingsspots hier im Club? Ja, Herr Böhni, erstmal, die Lieblingsspots im Club gibt es jede Menge. Erstmal ist der Club traumhaft schön gelegen hier. Ich meine, man sieht es direkt am Meer. Wunderschön, sehr langgezogener Club, weitläufig. Sehr grün, tolle Poolanlagen, super nette Leute. Top motiviertes Tennisteam, die auch den Bereich Paddle mit begleiten. Für mich eine ideale Location, um hier mal eine Woche zum Paddle-Spiel hinzufahren. Aber wir sind natürlich nicht nur wegen der schönen Location und wegen des guten Essens hier, sondern unsere Aufgabe ist ja eigentlich und auch ohne eigentlich ein Paddle-Camp hier zu veranstalten, was wir jetzt diese Woche auch mal wieder mit sehr coolen Teilnehmern machen durften. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben zwei Einheiten vormittags auf jeweils zwei Plätzen. Einen Korb betreut eben Frankie, einen Korb betreue ich. Und führen da über anderthalb Stunden jeweils vier Spieler durch die Einheit, sowohl Anfänger als auch schon ein bisschen Fortgeschrittene, zum Teil sogar auch schon Profis, die wirklich echt gutes Niveau mitbringen. Und so bringen wir allen Leuten hier im Club den Sport ein bisschen näher und freuen uns dann mit den Jungs und Mädels am Ende dann an der Bar noch bei einem antialkoholischen Getränk dann abends zusammenzusitzen. Ja, das Training war fantastisch, wirklich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich komme vom Tennissport und das Paddle macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das Training hat mir super gut gefallen, weil kleine Gruppen, individuelle Betreuung, Mega-Team, super Spaß gehabt. Und durch meine Vorkenntnisse konnte ich hier richtig viel mitnehmen. Ja, besonders das Training mit der Bande hat mir gut gefallen. Das war wirklich, also wenn man vom Tennis kommt, dann kennt man das gar nicht. Und dass da besonderes Augenmerk drauf gelegt wurde, hat gut getan. Ich fand den Vorteil hier, das hat eine Lockerheit gehabt, nicht so verbissen. Beim Tennis ist es viel mehr verkrampfter und jeder muss gleich die Punkte machen. Hier war der Fun im Vordergrund und das fand ich einfach super. Ne? Das Wetter und die Umgebung macht auf jeden Fall noch mal mehr die gute Laune. Also jetzt hier draußen ein blauer Himmel, was willst du mehr? Böhni und Frankie sind einfach coole Socken und das hat voll Spaß gemacht mit ihnen zwei als Trainer. Wirklich sehr empfehlenswert. Oh, mehr geht eigentlich nicht. Das ist perfekt, perfekt. Also die ergänzen sich super und es macht richtig viel Spaß. Also ich würde es immer wieder nochmal machen. Bringen ein bisschen weiter, geben einen auch was mit für hinterher. War perfekt. Schade, dass es heute aufhört. Hätte gern noch jetzt morgen weitergemacht. Okay, das Konzept von Robinson ist natürlich für unsere Aktivitäten hier perfekt. Super Anlage, wunderbar gepflegt. Jetzt hier speziell der Club noch sehr neu, keine 5 Jahre alt. Die Idee hier, die breiten Sportmöglichkeiten von Tennis über Fußball, Fitness, jetzt Paddle anzubieten, ist super. Und in die Nische stoßen wir jetzt sozusagen mit rein und bedienen unseren Sport. Und das kommt bei den Leuten, glaube ich, auch ganz gut an, macht allen sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb ist Robinson ein idealer Partner für uns. Der Club hat insgesamt so eine Range von fast 1,5 Kilometern, die hier aber tatsächlich durch einen sehr coolen Shuttle-Service zurückgelegt werden können. Also man muss nicht jeden Weg wirklich dann auch zu Fuß gehen. Sondern es stehen Shuttle zur Verfügung, die einem das Leben hier deutlich einfacher machen. Denn am Ende brauchen wir unsere Kraft ja auch fürs Training und unter anderem auch fürs Showmatch. Wir machen ja jedes Mal auf unseren Events ein Showmatch, um den Leuten, die auch mit dem Sport noch nichts zu tun hatten, zu zeigen, wie es aussehen kann. Das haben wir diesmal hier gemacht gegen zwei Jungs aus dem Tennisteam, Yannick und Lorenz. Zwei top motivierte Buben, die es super gut gemacht haben und mit denen wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Und das sind auch genau die richtigen Ansprechpartner, um mit den Jungs anschließend hier, wenn wir nicht da sind, das Thema Paddle weiter zu begleiten. Das Showmatch, das war erstens super anstrengend, hat mega Spaß gemacht.
tatsächlich anstrengender als 6 Stunden auf dem Tennisplatz zu stehen. Also meine neue Erfahrung, haben da von Frankie und Christian ordentliches Lehrgeld bezahlen lassen. Aber war geil, mit schönen Zuschauer und geiler Atmosphäre und doch, hat sehr, sehr Spaß gemacht, würde auf jeden Fall wieder machen. Also es ist natürlich jetzt mit dieser Kulisse hier natürlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt Indoor-Paddel spielt. Und dadurch, dass wir die Kombination haben, 6 Tennisplätze und 2 Paddelplätze, dass natürlich sehr, sehr viele Leute das auch ausprobieren können. Ich denke, somit kann man sagen, all in all, eine sehr runde Geschichte, cooler Club, cooles Event, dass das Thema Paddel hier bedient wird, auch mit den Jungs. Außerhalb von uns beiden als Markenbotschafter, sondern hier gibt es auch im ganzen Robinson-Team, muss man ja sagen, in allen Clubs auch viele Leute, die dahinter stehen, die das Ganze auch leben und die das Ganze auch dann in der Breite weitergeben. Insofern, wir freuen uns schon auf das nächste Event, hoffen, dass wir euch den Club vielleicht ein bisschen näher bringen konnten. Ich denke, die Bilder werden euch gefallen und dann sehen wir uns hier hoffentlich bald mal im Club. Macht's gut. Ciao.